Täglich kommt Erna Grubner in die Kirche zu den Heiligen Drei Königen von Lunz in Niederösterreich. Sie will dem Herrgott danken. Erna Grubner wurde vom Blitz getroffen. Der Hut, der war ganz zerfetzt. Das ist ein Wahnsinn. Und aber drüber habe ich ja noch die Jacke gehabt und die Kapuze. Die war noch über den Hut drüber. Das schaut auch so schön aus. Mensch, dass du das überlebt hast. Ja, das ist mir selber als schleierhaft. Ganz russig und verbrennt. Dass ein Blitz so russen kann. Das ist ein Schwendal gewesen, der Blitz. Niemals hatte Erna Grubner damit gerechnet, dass der Blitz ausgerechnet sie treffen würde. Dreckiges. Ein Risiko, das jedes Jahr rund 50 Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ihr Leben kostet. Am 28. Juni 2004 war Erna Grubner zu einer Wanderung auf den Kärntner Palnok aufgebrochen. Ihr Mann hatte sie noch vor den Gewitterwolken gewarnt. Da herum, und das Graue da, das dürfte ein Blitzeinschlag gewesen sein. Ich habe nichts gehört, nichts gesehen, nichts gespürt. Habe auch keinen Schmerz gehabt. Sie wussten auch nicht, dass der Blitz Sie getroffen hat? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nichts. Haben Sie vorher Angst gehabt vor Blitz, vor Gewitter? Nein, noch nie. Das Risiko Blitzschlag trifft Menschen ungefähr so häufig, wie das Glück Lotto-Millionäre produziert. Auch Erna Grubner hatte Glück, obwohl sie wochenlang im Krankenhaus lag. Ja, das Interessante ist das, bei dir ist der Blitz hinten rein, man sieht ja am Hut und an der Kapuzen von hinten und bei den Ohren vorbei und nach vorne und vorn war ihm alles verbrennt. Ja, Brust, Bauch, Schenkel in die Leisten rein, das war alles verbrannt bei ihr, bis unter die Knie. Ja, da sieht man dann diese Spuren von der verschmorten Kette, diese schwarzen. Darunter und darüber. Das hat sie ins Fleisch. Und auch am Nacken. Eine brennt. Das war richtig hereingebrannt. Und heute sind Sie wieder wohlauf? Ja, bin glücklich, dass ich da sein darf. Ist ein Wunder, wie Sie das überlebt haben. Dass der Himmelvater gesagt hat, du darfst noch da sein. Die Angst treibt uns um. Blitzschlag ist tatsächlich ein Risiko. Aber wir fürchten uns vielmehr vor Technik, Gift im Essen und neuen Seuchen. Immer wieder nehmen uns Panik und Hysterie gefangen. Warum? Hollywood liefert Panik auf Zelluloid. Ein Ventil für unsere Ängste. Auch Professor Renn und seine Frau lassen sich vom inszenierten Risiko erschrecken. In der realen Welt erforscht Ortwin Renn die Risiken des Lebens und bewertet sie objektiv nach allen weltweit bekannten Daten. Risiken schätzt eigentlich jeder von uns tagtäglich ab. Aber unser Urteil ist meistens daneben. Wir haben in der Regel vor Dingen mehr Angst, die nicht von der Natur selber geschaffen worden sind, sondern die wir schaffen. Und alle diejenigen, die ein hohes Sensationsgefühl in uns hervorrufen. Also ob es ein Feuer ist oder ob es Überflutung ist auf der einen Seite, aber vor allem natürlich auch vor technisch induzierten Risiken. Die sind in besonderem Maße diejenigen, die Nervenkitzel erzeugen. Lebt ein Risikoforscher anders? Einer, der weiß, was wirklich gefährlich ist und was nicht. Wir schauen uns bei Familie Renn zu Hause um.
Nichts Besonderes fällt uns auf. Allerdings, Technik, die bei vielen Besorgnis und Angst auslöst, wird vom Experten ziemlich nüchtern betrachtet. Hier zieht der Strom ins Haus herein. Haben Sie denn Furcht vor Elektrosmog? Nein, ich habe keine Furcht vor Elektrosmog, weil alle unsere Studien zeigen, dass die Art von elektromagnetischer Strahlung, die hiervon ausgeht, für uns Menschen nicht gefährlich ist. In der Größenordnung, wie sie hier vorliegt oder wie wir sie auch bei Handymasten oder Ähnliches haben, ist unterhalb der Schwelle, wo wir wirklich Gefahren für die menschliche Gesundheit feststellen können. Also ich denke, dass es für Menschen immer schwierig ist, mit Gefahren umzugehen, die sie nicht sinnlich wahrnehmen können. Und Strahlung ist so etwas, das ist was Unheimliches und ich bin da auf Informationen durch Dritte angewiesen. Und immer dann, wenn ich diesen Dritten nicht vertraue, bin ich eher geneigt, dann das Risiko zu überschätzen. Viele Journalisten leben davon, das ist im sensationsgierig, dann auch die entsprechenden Dinge aufzugreifen. Es gibt auch ganze Industriezweige, die davon leben, also vom Elektrosmog leben ganze Industriezweige, die angeblich Schutzmasken und Schutzhüllen und alles Mögliche anbieten, aus Aluminium und anderen Dingen, um den Leuten vorzugauchen, jetzt seien sie sicher. Natürlich, die betreiben damit ein Geschäft. Und gleich mit noch einer Furcht räumt Renn radikal auf, der Angst vor Schadstoffen in Lebensmitteln. Völlig unbegründet. Ob es um Fleisch, Eier, Milch oder Obst geht, Nitrat im Salat zum Beispiel, ist mit Sicherheit kein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko. Allenfalls eine Geschmacksfrage. Das Risiko aus Nahrungsmitteln dramatisch überschätzt. Damit verblüfft Professor Renn nicht nur seine Frau. Ja, ich bin da gleich fertig. Ich wasche ihn noch an. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung sind das genau die Dinge, die uns am wenigsten Probleme bereiten. Also Pestizidrückstände, Konservierungsmittel, auch chemische Mittel, die man sozusagen doch mit Nein sind, auch Aromastoffe und anderes mehr. Über den Nährwert kann man sich streiten, ja, ob es besonders gesund ist. Aber krank macht es uns das nicht. Ja, und die Lebensmittelbehörden achten auch darauf, dass die Grenzwerte, die dort vorgeschlagen sind, eingehalten werden. Und diese Grenzwerte liegen in der Regel mindestens einen Faktor tausendfach niedriger, als wo wir irgendeine negative Gesundheitsreaktion beobachten. Trotzdem lauert das Risiko in der Küche. Hygiene. Salmonelleninfektionen zum Beispiel treffen Tausende pro Jahr. Seit Frau Renn das weiß, putzt sie ihren Salat besonders eifrig. Die hat vollkommen recht, und zwar deshalb, weil wir ja ganz unterschiedliche Lebensmittel und andere Dinge in so einem Spülstein dann entsprechend auch abputzen. Und das heißt, es kommen Mikroben aus sehr unterschiedlichen Gegenden zusammen. Also wenn man es extrem nehmen würde, wäre es sinnvoller, in der Kloschüssel den Salat zu putzen, weil doch nur die Bakterien zu seiner eigenen Familie drin sind, als in der Spülschüssel in der Küche, wo sehr viele Bakterien eben aus dem Supermarkt, aus, weiß ich, aus dem Fettnapf der Katze oder wie auch immer zusammenkommen können. Unterwegs im Lande Hysterien. Deutscher Katastrophismus. Zum Beispiel BSE. Der Rinderwahnsinn erregte die Nation. Jeder fühlte sich bedroht. 100.000 Tote erwartet. Panik. BSE. Ein Lehrstück deutscher Risikobewältigung. Wir sind in Hörsten, Schleswig-Holstein. Am 24. November 2000 belagerten Dutzende von Kamerateams diesen Hof. Der gefährlichste Ort Deutschlands. Peter Lorenzen, der erste BSE-Bauer im Land. Ein Kalb, so stellte sich heraus, war mit dem Erreger infiziert. Alle 166 Rinder in Peter Lorenzens Stall wurden damals gekeult. Inzwischen füttert er wieder eine stattliche Herde. Finanziell wurde Lorenzen entschädigt, aber vergessen kann er nie. Es war der schwärzeste Tag seines Lebens. Freitags war ja der Verdachtsfall und montags war die Keulung angesagt. Und da bin ich mit meiner Familie, haben wir den Hof verlassen, sind zu Freunden gefahren ins Nachbardorf und haben den Tag da verbracht. Und naja, das war natürlich kein schöner Tag, muss man so sehen. Sie sind geflüchtet, Sie konnten das nicht. Das konnte ich beim besten Willen nicht mit ansehen. Wir können direkt aus dem Küchenfenster zum Stall gucken und wenn ich da die LKW hätte sehen sollen, ich glaube nicht abgekonnt.
Bis heute wurden bei uns nicht einmal 400 BSE-infizierte Rinder gefunden. Kein einziges Tier in Deutschland erkrankte tatsächlich. Man brauchte sich vorher nicht fürchten und muss sich jetzt auch nicht fürchten. Also wir haben jetzt in 5 Jahren haben wir jetzt, ich glaube, 12 Millionen Tiere getestet in Deutschland und haben 342 angebliche BSE-Fälle gefunden. Also wenn man jetzt im Nachhinein so sieht, ist das eine Panikmache, die praktisch den Landwirten viel Geld gekostet hat und im Endeffekt nicht viel gebracht hat. Hat BSE das Land grundlos aufgewühlt? Wir sind im Städtchen Norden in Emsland. Im Schlachthof musste gerade eine Kuh dran glauben.